Ich beschreibe den Wechsel der Spurstange bei diesem Mercedes-Benz EvoBus aus dem Jahr 2012. Dies ist ein Diesel mit einer Leistung von 220 kW und einem Hubraum von 11.967 Kubik. Hier sieht man die linke Spurstange von unten. Diese Spurstange wird erneuert. Hier sehen wir den Grund, warum die Spurstange ausgetauscht wird. Der Spurstangenkopf ist ausgeschlagen. Wir wechseln die Spurstange, weil das gewünschte Fahrverhalten nicht mehr gegeben ist. Das vorgeschriebene Drehmoment für die Spurstangenkopfmutter beträgt 235 Newtonmeter. Das Drehmoment für unsere Befestigungsstelle beträgt 80 Newtonmeter. Hier werden nochmal die Anzugsdrehmomente gezeigt, die vom Hersteller vorgegeben sind. Nach dem Tausch der Spurstange müssen wir eine Achsvermessung durchführen. Befestigt werden unsere Achsvermessungssensoren an den Felgen. Nach der Einstellung werden die Werkzeuge wieder weggeräumt und der Arbeitsplatz wird aufgeräumt.